Weil ich habe mich jetzt mal allem entledigt, was nicht Rüstung ist und Essen. Bin ich gerade blind? Ich finde das da. Scaffolding. Ja, natürlich. Oh, mir fehlt Strings. Okay, Strings noch, aber das müssten wir zu Hause im Haus haben. Weil das hier oben wird halt schon ein Riesenabbauprojekt. Also wahrscheinlich so ähnlich wie der Riesenberg, den wir damals abgebastelt haben. In welcher Staffel auch immer das war, ja, ja. Boah, ey. Wie viele Parts haben wir dafür gebraucht? Warte mal, ich habe letztens irgendwann mal einen Tweet von dir gefunden. 30 Parts oder sowas. Ich habe ja Twitter aufgeräumt, also habe ich auch alte Tweets gefunden. Wuhu. Also ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, ich habe hier schon runtergebrochen mindestens 6-7 Layer gehabt. Und ich bin jetzt immer noch bei Layer 93. Übrigens, wir haben die 2-Stunden-Marke erreicht. Schau mal, eine Stunde noch. Ja, beziehungsweise plus Zeit X. Weil, keine Ahnung, mich hungert's ein bisschen und ich müsste gleich irgendwann mal auf Toilette, glaube ich. Immer die Leute, die auf Klo müssen. Ja gut, hatte ich mein Problem immer noch, wäre das bei mir nicht anders. So, wie viele Strings haben wir in the Hot, weißt du nicht zufälligerweise, ne? Ne. Ja gut, dann check ich das mal durch. Mob Drop. 24 Stück. Dann kriege ich 24 Scaffoldings hin. Nein, mehr, weil du kriegst aus einmal craften 6 Scaffoldings. Ich habe jetzt, ja, ich habe ein paar. Und unsere Pflanzlichkiste ist voll. Ja, wollen wir die nicht auslagern? Dass wir da vielleicht die Samen auf jeden Fall trennen? Und ja, Richtung Scheune? Richtung. Ich mache mir dessen sowieso schon länger jetzt Gedanken, weil ein Stack Weizensamen können wir behalten. Den Rest könnten wir mit einem automatischen System. Willst du schlafen gehen, oder? Ich hab da eine Idee. Ich bin ja sowieso in the hood, ja. Übrigens, ne, wenn ich jetzt länger wach bleibe, kriegst du Phantome, weil du bist seit 3 Tagen nicht mehr pennen gewesen. Außer du legst dich einmal kurz hin und stehst wieder auf, dann sind sie weg. Frag mich nicht warum. So ist Minecraft-Logik. Mysteriös, diese Phantome. So. Wo bist du eigentlich? Ich hätte ja gesagt, geh immer den Grabgeräuschen nach, aber ich glaube, das hörst du nicht da unten. Nö. Also, ich habe eine Idee, wie ich mir das mal eben angucken kann. Warte. Nein, das ist die falsche Richtung. Immer noch. Alter, will der mich hier verarschen? Alter, kann man die Scaffoldings nicht mehr hochsetzen? Nur noch links und rechts? Ah. Du müsstest da gerade so einen kleinen Turm nach oben sehen, der sich da gerade ergibt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Und ich stehe immer noch unten. Möchte ich mal kurz sagen. Ich stehe immer noch unten. Ja, du bist aber ein bisschen... Stop, ja, du kannst... Du kannst aufhören. Das sind alle Scaffoldings, die ich hatte. Hi. Tag. Alter, wie hoch geht das? Wann bin ich oben?
Also ich schätze mal so, du wirst wahrscheinlich auf Blockhöhe 130 kommen. I guess. 130, 135. Weil du auch über doch, da bin ich schon drüber. Okay, warte, wo waren die Wolken nochmal? Oder waren die auf 2? Nee, 200 die Wolken, waren die nicht. Die habe ich aus durch ein anderes Pack, was ich habe. Aber du kannst die aber auch durch die Mods, die du hast, noch höher setzen. Ich weiß nicht, was die Standardhöhe ist. Alter! Höhe 215. Ja, also ich glaube, wenn du da runterfällst, bist du definitiv drin. Ja, das Schlimme ist, du könntest mich ja töten, wenn du gemein wärst. Du müsstest nur den untersten Scaffolding abbauen und dann wäre ich RIP. Weil dann bauen, ja, weil sich dann alle nach oben hin abbauen. Weil sie sich alle damit zusammenhängen. Okay, warte. Nein! Nein, aber es ist wirklich so. Das zeige ich dir jetzt gleich. Nein! Wie energisch auf einmal losbrüllt. Nein! Nein, 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 nein. Nein, aber das ist halt wirklich so. Die Scaffoldings sind darauf angesetzt. Pass auf. Wo bist du? Ich hab dich gerade runterkommen sehen. So, jetzt achte mal auf den Scaffolding-Turm. Ja, ich gucke. Ich baue nur den untersten ab. Oh, cool. Ja, okay, da bist du dann really RIP. Ich dachte jetzt, der fällt dann von oben nach unten zusammen. Dann hättest du vielleicht noch so ein bisschen... Nein, es passiert genau das, was du siehst. Dann hättest du da vielleicht so ein bisschen noch surfen können drauf, so nach dem Motto Surfing. Ja. Ich verstehe dieses System dieser Scaffoldings noch nicht so ganz, ne? Weil die sollen übereinander und aber tut er nicht. Nein, der packt die eher nach links oder rechts. Wie gesagt, wenn wir nachher. Alter, also wie funktioniert dieses Drecks? Ich muss sneaken, um sie aufeinander zu setzen? Nein, funktioniert auch nicht. Also ich möchte auf jeden Fall in dieser Staffel irgendwie schon mal hingehen und was Größeres bauen. Daher sind diese Scaffoldings halt definitiv gut. Also sie sind nicht... Ja, nur muss ich, rall ich dieses System dann noch nicht so hinter. Erst recht, wenn du halt übereinander stapeln willst. Weil mal klappt es, mal will er aber links oder rechts die Dinger setzen. Warte, ich muss eh gleich mal kurz runter und muss mal gerade mich wieder ausleeren. Dann kann ich mal gerade gucken, ob ich das vielleicht ralle. Ja, weil ich setze jetzt, warte mal, ich setze jetzt einen dahin. Jetzt hat er es normal gemacht. Jetzt mache ich es nochmal. Ja, jetzt will es auf einmal, wenn ich... Ah, warte mal, nein, oder? Ah, wenn du nicht auf dem Feld schaust, setzt das übereinander? Wenn du auf dem Feld schaust, setzt das links oder rechts oder vorne oder hinten? Ach so, okay. Muss man jetzt mal verstehen. Mal, wie tief willst du diesen Berg eigentlich genau setzen, genau machen? Ziemlich genau auf null. Also ziemlich genau auf... Auf Haushöhe. Null, das ist aber tief. Nein, auf Haushöhe. Also so, dass der hier mit dem Ufer quasi abschließt. Weil ich würde halt schon gerne eine Stadt bauen und dafür würde ich dann so ein bisschen eventuell die Berge einreißen. Wir wollen das hier als Langzeitprojekt mal wieder sehen. Höhe 94 und die Haushöhe so circa 93. Gehen wir die ganze... Ja, gut. Da ist aber eine ganz schöne Tiefe. So 30... So circa 30 Blöcke, ja. Also ich weiß, dass du... sag schnell. Ich weiß, dass du irgendwie mit... Sag schnell, ich weiß, dass du auch über diese Sachen, wie du die Todesanzeige gemacht hast, einstellen kannst, wo du siehst, wie viele Blöcke du abgebaut hast. Aber hau mich jetzt bitte. Damit müsste ich das Ganze
Game Rule, nein, nicht Game Rule, Scoreboards, Gedöns genauer rein. Die Sache ist, ich weiß ja schon mal, wie ich Todo und Lebenssache einblenden kann. Den Rest müsste ich mich mit auseinander klamüsern, deswegen. Oh, jetzt hast du schon mal ein Scaffolding eingesammelt, weil er noch lag. Willst du welche haben? Ich würde jetzt gerne mal kurz. Jetzt hast du ein ganzes Deck. Übertreib halt. Wenn du oben drauf und guck mal nach unten auf das unter so circa unten die Wiese in dem aber dabei. Okay. Oh, und wenn du da jetzt reingehst und Leertasten machst, gehst du hoch. Wenn du sneakst, gehst du runter. Und wenn du jetzt wieder sneakst, gehst du runter. Reicht dir ein Stack oder brauchst du noch mehr? Nee, wie gesagt, alles gut. Ich brauche ihn jetzt ja im Endeffekt auch noch nicht richtig. Ich merke langsam, dass es zu dunkel wird. In meiner Facecam wird es zu dunkel. Ich glaube, das fixe ich mal. So. Also im Moment brauche ich ihn noch nicht. Wie gesagt, das wird nachher erst relevant werden, wenn wir bauen. Nice to have, ne? Ich pack dir mal in die sonstige Kiste aktuell. Hä, ich hab dir doch da unten in die Kiste reingeschmissen, wo ja, ja, die restlichen, die ich noch hatte. Ich hab dir ja nur ein Stack gegeben. Ich wollte was craften. Oh fuck, ich weiß schon wieder nicht, wie das Ding heißt. Wenn ich sehe, dann weiß ich es wieder. Ich kenne mich. Wo bist du? Die Musik ist aber auch ein bisschen eskalierend heute bei mir. Ich dachte, ja, das wäre eine smoothere Playlist, die ich hier habe. Also gut. Das wird halt noch 30 Blöcke nach unten gehen. Ich bin jetzt bei 93. Alter, ich komme auf die einfachsten Sachen nicht, ey, Domio. Ich habe nur wirklich. So, liebe Zuschauer, das heißt, wir haben dann. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Entweder mache ich dann, dass ich das Video mit so einem Fast-Forward-Effekt mache. Oder ich. Ja. Also die Videospur mit Fast-Forward oder keine Ahnung, ich lasse es einfach durchlaufen. Na, bedenke, wenn du das nur machst. Ich mach das jetzt ja nicht. Und wenn du das machst, dann hast du ja wieder weniger Parts als ich. Ja. Deswegen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wenn ich das Fast Forward mache, ob dann der Part an sich kürzer wird. Weil im Endeffekt ist die Aufnahmespur ja trotzdem gleich, nur es wird halt schneller abgespielt. Naja, das macht es schneller und damit machst du ja auch schon, glaube ich, die Spur auch kürzer, weil das ist ja schneller gemacht. Ich weiß, was ich craften wollte, genau. Warte, ich leg mich mal gerade hin. Oh, Kisten haben schön. Nein, die crafte ich. Weil dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass irgendwie Phantoms spawnen, wenn ich mich mal nicht hinlege. Und du das auch verplanst. So, zack. Oh, noch mehr. Das hier erinnert mich übrigens so ein bisschen an, wie hat er das genannt? Gunnaristan oder so? Wobei er hat das ja mit, also er hat damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er sich seine Welt ja flach gewollt-edited. Also mit einem Tool flach gemacht. Er hat das nicht alles abgebaut per Hand. Gunnaristan. So. Er wollte ja auch damals, dass wir das Let's Play dann auf seiner Welt spielen. Weißt du noch? Yep.
schon irgendwie crazy. Minimal. So, wenn das jetzt richtig klappt, müsste das so funktionieren. Yes! So, die ganzen restlichen Samen werden gerade automatisch im Komposter gemacht. Wir machen jetzt gerade Bone Meal. Wir müssen zwar mal die Weizen-Samen dann immer in die oberste Kiste packen, aber ja. Ich habe das mit Komposter und Trichtern gerade gemacht und Kisten. Ja, ist doch vollkommen okay. Es gibt bestimmt auch bessere Systeme mit Redstone hier machen, Redstone da machen. Aber nö. Redstone machen so, ich mache so, bumm. Ich bin Redstone-technisch jetzt echt so ein kleiner Nobel. Das hat uns jetzt zwar ein bisschen Eisen gekostet, weil ich ja eben nochmal 2 Trichter gecraftet habe. Na, aber das ist jetzt ja nicht wild. Glaub mir, ich denke mal, Eisen werden wir sowieso hier in dem ganzen Berg ziemlich viel finden. Wie gesagt, also ich sag mal so, irgendwann nochmal eine kleine Farming-Exkurs und dann passt es. Hier oben ist sogar irgendwo Eisen. Zumindest so eine kleine Ader, glaube ich. Das ist eine Sache, die hatte mir mal Andi gezeigt und an sich ist die auch mega logisch. Ja, Weizen bringt jetzt nicht viel Ertrag, was für den Komposter funktioniert. Aber hey, so haben wir eine Möglichkeit, wie wir das nutzen können. Stimmt's? Ja, klar. Ja, du könntest jetzt natürlich auch mit Tageslichtsensor und so weiter eine automatische Weizenfarm machen. Du könntest rein theoretisch, das funktioniert auch, einen Villager einfangen, den einsperren und dann als Bauer machen. Der würde dir dann das Weizen quasi komplett automatisiert farmen. Und also ja gut, mit den Villagern wollen wir ja sowieso irgendwie noch irgendwann mal richtig arbeiten. Vielleicht hat ja eine Maddie's doch mal irgendwann mal geschafft, sich damit auseinanderzusetzen. Wie lange sie auch immer das schon vorhatte. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab dich erwischt. Aber. Ich finde das immer noch witzig, dass in meinem Resource Pack rote Beete einfach mal Korn ist. Ich glaube, der Resource Pack-Ersteller mochte keine rote Beete. Der mag das Zeug auch schon. Keine Ahnung, hab ich eine rote? Ja, doch, habe ich schon. Oder? Keine Ahnung, jetzt bin ich überfragt. Aber das Ding hier muss ich auch noch irgendwie fertig bauen. Das Gute ist, dass. Ja, du machst ja einiges an Kobbel. Noch, das ist das Gute. Also ich weiß auf jeden Fall, dass rote Beete, wenn du sie zumindest selber machst, eine absolute Sauerei ist und so schlimm oder was? Teilweise auch deine, sag ich mal, teilweise auch deine Hände halt einfach absolut einfärbt, aber so schlimm also. Aber dafür ist rote Beete schmeckt eigentlich und ist auch sehr, sehr gesund. Okay. Vielleicht habe ich es mal gegessen und es ist schon urlange her, dass ich mich vielleicht nicht mehr so urgroß daran erinnern kann oder so, weiß ich. Aber ist halt so. So, unsere Felder sind alle jetzt soweit verpflanzt. Von allem das, was man so anpflanzen kann. Das heißt, Weizen, Kartoffeln, Karotten, rote Beete, Melonen, Kürbisse und Kakaobohnen. Kartoffeln auch? Hab ich doch gesagt, Kartoffeln.